Alraune. Schon bei der Entstehung eine Weltsensation. Hans-Heinz Evers sagt in seinem berühmten Roman Alraune: Böse ist es, sehr böse hineinzugreifen in die ewigen Gesetze. Mit frecher Hand sie herauszureißen aus ihren ehernen Fugen. Alraune. Die Sage von der Blume unter dem Galgen. Bin ich vielleicht auch unter dem Galgen gewachsen? Alraune, ein Rätsel. Mensch oder Fabelwesen? Ein Geschöpf ohne Herz? Der Liebe nicht fähig? Und brach ihr tausend Rosen, doch sie brach nur sein Herz, weil sie einsam war. Und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Ja, keine konnte so küssen und doch so einsam sein. Tra-la-la. Die magische Gewalt Alraunes zieht die Menschen in ihren Bann und ins Verderben. Du darfst nicht wirklich lieben. Deine Mutter hat deinen Vater nie im Leben gesehen. Sie war sozusagen nur das Mittel zum Zweck. Du bist nur das Resultat meines Experimentes. Der Herr Doktor interessiert sich für das Alraunen-Experiment. Halten Sie den Mund. Kein Mensch darf davon erfahren. Lesen Sie denn keine Zeitung, junger Mann? Hier steht es doch. Geächteter Professor erzeugt ein Wesen durch künstliche Befruchtung. Das ist Ihre Alraune. Aber der unselige Band zerbricht an der wahren Liebe, die auch Alraunes Herz bezwingt. Frank. Ich liebe dich. Alraune. Ein Film vom Publikum mit beispielloser Spannung erwartet. Mit Hildegard Knef in ihrer bisher größten Rolle. Schillernd, rätselhaft, faszinierend. Und Erich von Stroheim. Yes! Karl-Heinz Böhm, Rolf Henniger, Harry Mayen und Harry Halm und der junge Nachwuchsschauspielerin Julia Koschka. Regie Arthur Maria Rabenalt.